Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi und willkommen zu einer allerersten Folge von Ark Survival Ascended. Ihr Lieben, darf ich euch vorstellen? Meine wilde Frau, Käppchen zockt. Hallo. Und ich, der urwilde Nobody zockt. Hi. Ihr Lieben, wie in dem Special angekündigt, fangen wir nun an mit Ark. Und ja, ich übergebe erstmal das Wort an meine Frau. Ja, wie kommen wir eigentlich auf die Idee, Ark zu zocken? Es ist eigentlich ganz einfach. Die Idee, Ark zu zocken, ist eigentlich schon relativ lange, schon seit circa 10 Jahren, wo wir bei Let's Playern mal ein Let's Play geguckt haben, und zwar bei Zoss Gaming. Und das erste Let's Play, was wir geguckt hatten, da wussten wir schon, ja, das wird mal unser Spiel werden. Oh ja, nur hatten wir da die ein oder anderen Schwierigkeiten zur damaligen Zeit. Hui, was ist denn das jetzt für eine Kameraperspektive? Sorry. Mein Allerwertesten wollt ihr nicht sehen. Oder vielleicht doch, wer weiß. Damals mein Laptop sagte, Ark Survival Evolved, ne? Evolved, das war der damalige Titel. Ja, ich habe eine Kernschmelze und das Laptop meiner Frau war noch schlimmer, sagte, please insert Tetris. So. Genau. Es hat sich ein bisschen jetzt was getan. Ich habe zwischenzeitlich ein neues Gaming-Notebook bekommen, was jetzt meine Frau auch hat. Ich habe einen Gaming-Rechner. Und ja, der Nachfolger kann man nicht sagen. Der geupgradete Ark-Sprössling, Ascended, ist ja ein bisschen grafikintensiver noch. Ne? Oh, ist doch duster. Ich glaube, wir sollten mal in die Hütte gehen und dann ein bisschen was erklären. Oder zumindest ein bisschen weg vom Strand. Ne? Ja, genau. Fliegt der Ontosaurier? Siehst du das da hinten? Nein, was? Steht der im Felsen? Fliegt der? Was macht der? Der Langhals. Der steht im Felsen, so gebackt quasi. Ja, wie schön. Okay, gut. Wie gesagt, dieses Spiel wollten wir lange spielen. Jetzt haben wir die Version Ascended ausgewählt. Wir freuen uns. Wir haben leider schon ein paar Bugs gehabt. Das ist quasi unser dritter Anlauf. Genau. Vorgestern krasse Serverprobleme, gestern auch. Heute hoffen wir, klappt. Ja. Nitrado schrieb wohl an jeden Ark-Zocker, der jetzt bei Nitrado einen Server hat, dass es wohl wegen den Mods ist. Nope. Nitrado, nope. Ich habe keinen Mod installiert. Und wir hatten diese krassen Probleme. Server fährt auf einmal runter von alleine, speichert nicht oder nur spärlich. Ne? Und dann auf einmal hast du einen ganz unterschiedlichen Spawn, der hier stattfindet. Wir hatten dann auf einmal Raptoren etc. Und da haben wir gedacht, komm, wir bauen schon mal so eine kleine Hütte, weil wenn wir jetzt zerfleischt wären, wäre eine Unmod nicht so nice, oder? Ja, nee, das ist wirklich nicht so nice. Okay, ich öffne dir Tür und Tor. Ja, danke schön, das will keiner irgendwie. Gut, du musst dich, glaube ich, looten, weil wir wurden auch gerade kurz vor der Unmod nochmal angegriffen. Ne? Und, danke. Wir im echten Leben. Ja, genau. Ich höre sie schon wieder, die Viecher. Du bist friendly, du bist okay. Ja, meine Frau hat es leider erwischt. Das sieht sehr schwierig aus, was du da machst. Ja. Willst du dich nicht looten? Hab ich das schon. Okay. Oh nein, bring du es zu Ende, genau. Ups, du hast mich verloren. Ich bin hängen geblieben. Sorry. Komm. Ja. Boah, ja, bist du brutal mit mir, meine Güte. Bist du. Puh, was war nein, das? Nein, Raptor, komm rein. Schnell. Mach Tür zu. Tür zu. Tür zu. Ja. Oh, der ist halb in der Bude. Ja, ist okay. Habe ich einen Pixel? Irgendwas zum Faun. Ich muss jetzt mal ein bisschen hochheilen. Oh, der macht Schaden! Der greift echt die Wand an! Ja, live gestorben! Krass, aber ich will nicht, dass jetzt die Bude zertrümmern. Ich werde das Vieh versuchen zu pullen. Das will ich jetzt sagen. Es sind zwei. Ja, ich weiß, ich weiß. Sie haben schon ein Loch gemacht, oder? Nee, ich klopfe gerade auch mit drauf, dass ich versuche. Ah, nein, sie machen unten alles kaputt.
den Boden. Ja, das ist das, was ich sage. Ich versuche einen wegzupullen. Ist einer schon tot? Ich sehe nur noch einen. Kann deine schon drauf kommen, ich ihn schon kaputt gemacht habe. So, ich versuche den mal wegzupullen. Spannend los. Ja. Er so. Müsste auch schon ein bisschen Schaden genommen haben durch mich, ja, weil ich schon gut drauf geklappt habe. Hat er. Also jetzt ja, heißt es Wundenlecke. Leider nur durch meine Spitzhacke, aber egal. Irgendwas greift mich jetzt an. Geil. Nochmal so einer? Ein Vogel, glaube ich. Oh, die haben zu einer Wand echt weggerissen, die Säcke. Ja, kommen wir erstmal rein. Oh, nicht, das ist Loch. So, ich weiß nicht, ob ich überlebe. Essen. Ja, ich habe gegessen. Ich guck mal kurz. Ah, Gesundheit geht langsam hoch. Okay. So, Fundament. Habe ich noch irgendwas übrig? Nein, leider nicht. Was brauche ich noch irgendwas? Ich habe noch, was Fasern brauchten wir oder ein Stroh? Doch, ich habe noch Fasern, Stroh. Ich habe auch noch ein paar Sachen, Ah, ich muss das ja so rüberziehen, stimmt. Das. Oh. Ja, es geht. War einmal, oder? Einmal. Es geht richtig interessant los, auf jeden Fall. Ja. Ja, wir haben uns auch voll den Stress gemacht. Wir wollten halt von Anfang an eine richtig schöne Folge machen. Aber das ist ja alles relativ. Es ist blöd, um sich Stress zu machen. Folgen sind, wie sie sind. Es soll authentisch bleiben. Genau. Und ihr seht ja auch jetzt hier, ne, der Start, richtig schön. So, wie ging das? So. Jetzt kriegst du deine Wasserbestattung. Mhm. Komm, wir gucken uns das mal vor. Lebe wohl. Ja, halt er sich mal hoch, ohne dass hier dauernd. Bup, 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 bup. Ja, toll. Ja, du treibst wie hier. Du bist gegangen. Ja, was hast du getan? Oh, nix. Nix, nee. Ja? Hast du hier noch deine Sachen? Eigentlich nicht. Steinpfeile? Das verstehe ich nicht. Hast du deine Pick, hast du deine Axt? Nein, jetzt habe ich sie. Okay, weil ich gerade hier das auch gelootet habe. Das verstehe ich. Hab ich nicht. Hä? Ja, dann habe ich. Ich packe sie dir hier in die Kiste. Hat das Fidimil vielleicht geklaut? Könnte der Vogel gewesen sein. Stimmt, da lag ein toter Vogel und ich glaube, die Raptoren haben wir noch. Egal. So, ist hier in der rechten unteren Kiste. Okay. So. Ja, stürmisch geht's los. Ist die rechte? Och nö. T-Shirt platt weg. Ich hab keinen Bock. Holz. Ich brauche Holz. Habe ich eine Axt? Ja, genau, habe ich doch schon. So. Ja. Dann kann die erstmal drin bleiben. Ihr Lieben, das hier wird eine Anfangshütte. Wird jetzt nichts Weltbewegendes. Ach, kommt noch drauf. Wir bauen jetzt keine Fenster rein, weil beim ersten Anlauf, ich weiß nicht, ob es am Serverleck lag, sind diese blöden Viecher reingeflogen durchs Fenster und haben uns die Truhen zerkloppt. So, was heißt das? So schnell wie möglich Dach. Genau. War das da oben? Boah, was flackert denn das Licht? Krass. Okay. Ja, im Spiel kann man kacken. Ja. Mal bewusst, mal unbewusst. Oh, ich lerne mal wieder gewisse Sachen. Ja. Für all die Sachen, die man macht, sammeln, Reinholz machen, etc. pp. Kriegt man EP. Erfahrungspunkte. Ja. Ne? Oder auch Dino killen. Und dadurch könnt ihr hier die Werte skillen. Das kann euch auch meine Frau mal zeigen bei sich. Ne?
Genau, ich mach's gerade, könnt ihr ja zugucken. Und ihr kriegt auch dann Punkte gut geschrieben, wo ihr dann Sachen freischalten könnt. Ich habe schon ein bisschen was freigeschaltet, ne? Oder wie heißt es so schön? Ich habe da mal etwas vorbereitet. Ne? Ich habe jetzt hier oben, sieht man zum Beispiel verfügbare Punkte, da habe ich jetzt noch 9 Stück. Und hier an diesen Zahlen sieht man dann, wie viel man ausgeben muss. Ausgibt dann mit den Punkten und ja, dann kann man halt hier gucken, was man ab gewissen Level halt dann lernen kann. Was hier unten, was jetzt nur mit Schatten ist, da muss man noch ein bisschen höheres Level sein, dann kann man das halt auch noch lernen. Schaut euch mal an. Wir kriegen auch Holz, wenn wir draufkloppen. Erinnert einen an Minecraft. Mit der Axt natürlich mehr Holz, aber auch Stroh. Genau. Wenn ich die Picke nehme, gibt es viel mehr davon. Und ihr müsst euch halt abwechseln für all die Materialien. Wenn ihr so wie eben, wo ich zuerst hier so aufgesammelt habe, da kriegt ihr Pflanzenfasern und auch Beeren. Wenn ihr das an einem Ort macht, wo es auch Steine gibt, dann könnt ihr auch Steine aufsammeln. Genau. Da schlagt ihr jetzt hier so große Felsen. Ich weiß nicht, ob ich den hier überhaupt zerschlagen kann. Doch. Dann kriegt ihr Feuerstein und normalen Stein. Genau. So. Ihr seht, meine Pickaxe ist schon etwas abgenutzt. Die geht dann irgendwann kaputt. Wenn ich ausreichend Materialien drin habe, ne, dabei habe, dann muss ich einfach auf die Taste drücken, wo gerade die Picke ist, und dann wird es repariert. So. Okay. Habe ich die schon? Ja, okay. So viel haben wir noch nicht. Ups. Also wichtig in dem Spiel, natürlich neben Kacken, ist Essen und Trinken, ne? Genau. Wir haben schon zwei Trinkbeutel. Ihr müsst euch einfach nur in so fußtiefes Wasser stellen. Da ist sogar mein Fußabdruck. Und dann die Taste drücken und schon füllt sich das auf. In unserem privaten Spielstand. Boah, ich hasse die Viecher. Jetzt? Die sind echt nervig. Ah ja. Oh, ab ins Haus. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen Steinchen sammeln, aber es wird dunkel. Im privaten Spielstand war da hinten hinter dem Bogen im Fluss quasi ein Spino. Als ich gestern Ja. geguckt hatte, war da ein anderer Fleischfresser. Also müssen wir da aufpassen, weil die. Genau, die werden gerne von anderen Pflanzenfressern gepult. Die sehen da, oh, großes Beefsteak läuft rum. Lecker, da muss ich mal hinterher. Und dann, oh, nächste Leckerei, nächste Leckerei. Und das nimmt dann kein Ende. Genau. Ich suche jetzt gerade die Kiste mit den Crafting-Sachen. Ah ja. Unten links normalerweise. I ist Inventar, V ist Crafting-Menü. Ihr könnt aber auch so umschalten. Ne? Wenn ihr jemanden in die Tribe aufnehmen wollt, angucken, E drücken, Einladung schicken. Die andere Person muss dasselbe machen und annehmen. Genau. So, ich wollte I. Ich ziehe mir das einfach immer dann hier auf die Slots. Ich habe noch ein Stück Band übrig. Okay. So, fangen wir mal an. Ja, der Langhals ist immer noch gebackt. Den Felsen. Naja, bei der ersten Partie war da hinten auch festgebackt. Wir haben hier gerade auf dem Terrain die A-Karte. So, was fehlt mir denn jetzt, um ein Dach weiter auszubauen? Stromfasern haben wir doch normalerweise noch da. Ja. So, ich werde mir mal diese Sache, was brauche ich denn für meine Fasern? Ja, mal Klamotten machen. So, jetzt seht ihr, der 6 war bei mir jetzt das Dach. Und wenn ich jetzt drücke, wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5. Normalerweise habe ich jetzt 5 mal gedrückt. Ja, 3 mal. Oh, ich habe nur für 3 mal Material gehabt. Okay. Was? Teuer. Ja. Hallo? Du brauchst ja auch noch Sachen, oder? Ja. Gut, dann. Hose und Shirt brauchen. Mach ich das gleich zweimal, dann kannst du dir das auch. Dann. Jetzt mal ein paar neue Sachen organisieren. Ja.
Hier, glaube ich. Ein Shirt ist schon mal in der Krimskramskiste. Ich hatte doch, glaube ich, schon mal irgendwo Kohle reingemacht. Nein. Bären sind da. Hast du mal das Essen aus dem Lagerfeuer geholt, was ich dir gesagt habe? Nein, ich will noch schnell essen. Dann beeile dich bitte, bevor du Kohle hast. Hast du dir deine Axt und deine Picke nicht aus der unteren rechten Kiste geholt? Hab ich. Okay, ich verstehe. Okay. Ach, egal. So. Ach, ist das für mich? Hier die Kleidung. Genau. Merci. So, nicht mehr so nacksch. Hier ist schon Holz. Okay, bei meiner Frau stört mich das nicht. Verdorbenes Fleisch kommen wir auch mal raus. Genau, kannst ja in die eine Kiste. Zuvor hatte ich einen anderen Charakter gemacht. Ich wusste nicht, dass ich den alten importieren kann. Mhm. Und das Problem war, ich habe mich da ein bisschen vertan. Ihr seht, meine Frau ist hier schon ein bisschen klein. Aber wir haben darauf geachtet, dass wir in etwa die Größe wie in echt haben. Sie ist halb kleiner als ich. So, nur mein Charakter war noch knapp anderthalb Köpfe größer als ich. Das war dann quasi so, na du kleine Käppchen. War ja echt ein bisschen schwierig. Da sah ich aus wie ein Kind. Anders kann man es nicht sagen. Ja, nicht mal wie ein Kind, wie, ich weiß nicht. Ein Mikrokäppchen. Ja. Was ist das? Oh, nimm das, Baum. Genau, das haben wir schon mal. Achso, genau, Schuhe wollte ich noch machen. Spare das Leder, wir brauchen Betten. Ja, so eine Fasern für Schuhe. Hä? Eine Schuhe, ein Hose. Hose hast du doch gemacht. Für mich nicht. So, toll. Denkst du erst an mich und nicht an dich, toll. Habe ich ein schlechtes Gewissen. Alles gut. So. Wenigstens ein bisschen angezogen. Was fehlt mir denn? Stein. Das Essen habe ich ganz oben in die linke Kiste gemacht. Ich habe es geteilt. Jede Hälfte. Ich habe noch 16 Steaks in der Tasche. Ja, ich habe es trotzdem. Oh, einen Stein. Und wenn ich den habe. Stein. Genau. Ist schon passiert. Seht ihr, repariert sich die Picke. Achso, die Fasern wollte ich auch wieder reinmachen. So. Ich den übersehen. Es geht hier gar nicht. Ihr Lieben, dieses Spiel, wir haben es so lange verfolgt. Ja, klar, evolved und nicht ascended, aber ist für mich dasselbe. Nur in einer anderen Grafik. Also. Ja. Ich kann nur sagen, richtig geiles Spiel. Achso, es geht um 100. Okay, ist klar. Das war ja Dings, kann ich ja nicht. Wir müssen uns auch erstmal noch ein bisschen reinfuchsen in das Spiel. Ja. Wir haben es jetzt noch nicht so oft gezockt. Ja, richtig. Wie schon gesagt, unsere Rechner damals, bitte, bitte nicht, lass uns leben, so nach dem Motto. Bei mir war es so, ich habe noch nicht mal gesehen, wo ich gespawnt bin, wo ich überhaupt bin. Mein Bildschirm war schwarz. Ja. Ja, und ich habe versucht, irgendwie zu laufen, um irgendwie mein Bild zu kriegen. Es war nichts. Ich kenne das dann noch mit dem alten Ruckelbildschirm. Ruckel, 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 ruckel. Ja. Ah, das war schwierig. Letztendlich habe ich ja nur gehört, wie sie dann wieder meine Spielfigur quasi getötet wurde. Ich wusste nicht, wie, wo, keine Ahnung, wo ich war. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, lass es. Der arme Laptop damals, mein älterer, nein. Ja. Das ist ja, halt so. Ja. Was, bitte? Ja, es ist halt ein Spiel, es hat schon recht hohe Anforderungen. Ja, das ist klar, aber man muss auch sagen, wir haben auch alte Geräte gehabt. Ne? Oder ja, nicht jetzt richtig Gamer-Geräte. Mhm. Wir legen großen Wert, die Geräte so lange wie es geht zu nutzen. Ne? Mhm. Und nicht einfach ruhig kaufen wir die ganze Zeit irgendwas Neues. Richtig. So, das Problem ist aber, heutzutage ist man teilweise gezwungen, man versucht dann das Gerät abzugraden. Genau. Aber die Industrie ist da so drauf ausgelegt, ja, genau wie bei den Smartphones, Leute. Ich hatte mal ein altes Smartphone reaktiviert, just for fun. Ne? Das alte Smartphone von meiner Frau und von mir. Wollte ein anderes Betriebssystem mal drauf machen, aber habe erstmal das alte gelassen. Und siehe da,
Hat neuer Akku rein. Akku hält trotzdem ganz, ganz kurz. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist so programmiert. Oh. Ja. Schatz, hörst du es auch? Ja. Ja, ihr Lieben, da sind wir zurück. Und ja, passend hatten wir nochmal ein kleines Serverproblem. Aber zum Glück steht noch alles. Aber über uns sind wieder die netten Vögel gespawnt direkt. Genau. Geile Sache. Seit eben sind so, lass mich nicht lügen, 15 Minuten, 20 Minuten. Lass es 25 Minuten sein, die vergangen sind. Ne? Ja. Ich bin dann noch in die Richtung gerannt, hab mir ein paar Campis gerissen, dass ich noch ausreichend hatte für mein Bett. Das erste habe ich für meine Frau gemacht. Ja. Ich habe währenddessen mal meine Bären und so mein Inventar ein bisschen aufgeräumt, wollte eigentlich raus und da kam dann diese netten Flugsaurier, nenne ich sie jetzt einfach mal an. Ja, und haben ja auch noch eine kräftige Portion von dem Fleisch geklaut. Ja. Ja, aber ich habe ja noch ein paar. Ja, mich haben sie auch gut beklaut. Ja. Drüben kam eine weiße Crate runter, die konnte ich looten. Ich müsste sogar schon eine grüne looten können vom Level her. Ich glaube, das ist ab 18. Achso, das sind noch die Überbleibsel von der Crate. Ja. Da drin waren eine Kiste, ein Pflanzbett, die zwei Sattel oder sind das? Oder sind das Pläne? Ich weiß es nicht. Gut. Die können wir ja mal da lassen. Weil wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt meine Punkte gemacht für den Levelaufstieg und jetzt könnte ich dann wieder meine 28 verfügbaren Punkte quasi verteilen. Da spreche ich mich halt auch immer mit meinem Mann so ab, dass wir gucken, wenn es dann später ist, dass wir da nicht sagen, hier, wir haben alles doppelt, weil später kosten die Punkte, denke ich mal, auch dann bedeutend mehr. Wenn ich dann so ein bisschen abspricht, dass okay, dann machst du das und ich mach dafür das und so. Ja. Aber für den Anfang ist es gut, wenn wir einige Sachen auch können. Ne? Das ist ja nur der Anfang. Wie zum Beispiel auch jetzt Bogen und Steinpfeil, sowas ist einfach überlebenswichtig, das muss man machen. Und auch diese ganzen Waffen und alles. Also das, was ich jetzt hier schon mal, was ihr seht, habe, das ist so Standard, würde ich sagen, sollte jeder können, um sich gut helfen zu können. Sogar ein bisschen mehr. Und ja, wie meine Frau schon erwähnte, das haben wir, glaube ich, eben noch nicht gesagt, meine Frau nimmt auch auf. Ja, genau. Also, ihr Lieben, schaut auch bei ihr bitte rein. Ja. So. Holz und Fasern. Falsche Kiste. Ich kann jetzt auch schon den Kochtopf machen. Dann gucke ich mal, was ich benötige. Da, das müssten wir alles haben. Stein, Feuerstein, Holz und Stroh. Was machst du? Den Kochtopf. Okay. Mal gucken, ob ich die Kiste nicht merken. Ah, die tun jetzt durch. Das ist immer. Ja. Ja. Ja, ich stelle ein bisschen was her. Das war wieder ein kleiner Lack. Ja, ich hoffe, der Server bleibt stabil. Bitte, bitte, bitte. Ansonsten müssen wir mal gucken mit Nitrado. Es ist schade. Ich habe nichts gegen Nitrado, aber ich finde es immer schade, dass dann einer exklusiv die Rechte an einem Spiel hat. Ja. So. Ich kann die noch nicht machen. Ich muss dann Holz sammeln. Ich kann gerade mein Inventar nicht öffnen? Nein. Ja, konnte ich auch gerade nicht. Also bei mir waren es die Kisten, die ich nicht öffnen konnte. Da jetzt muss ich mehr mit draufklicken, dass es reagiert hat. Also wichtig ist auch, wie gesagt, Gewicht leveln. Ne? Ihr nehmt da nicht zu, sondern ihr könnt mehr tragen. Sonst die Sachen, die ihr abfarmt, werden euch irgendwann verlangsamen vom Gewicht, bis ihr irgendwann stehen bleibt. Ich mache mal in die rechte untere Kiste einen Bogen für dich. Oh, danke schön. Und 19 Pfeile. Okay. Ja, Bogen ist immer gut. Oh ja, die sind sehr effektiv. Meinst. So, achso, Überbleibsel. Das sollte ich auch mal entsorgen. Wobei, weißt du was? Behalte ich jetzt mal.
Ach, oben ist das gute Essen, okay. Ja. Oben links, genau. Warte mal hier hin. Ciao. Den werde ich auch gleich ausrüsten, den Bogen. Und ich den noch unten habe. Wir müssen aufpassen, weil wir quasi PvP anhaben. Ja, dass wir uns nicht aber gehen, genau. Das war ja in Raft immer so ein bisschen das Problem, dass man einfach da mal den Pfeil im Popo stecken hatte. Ja, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Nee, das ist ja bei Raft anders. Genau. Hier wäre es anders, ne? Ja, genau. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt hier keine Fenster eingebaut, weil diese blöden Mistviecher, wie ich sie nenne, kommen durch das Fenster rein. Ich weiß nicht, ob das auch so normal in ARK möglich ist oder ob es durch einen Bug im Server verursacht wird. Aber deswegen erstmal zu, dass die hier nicht so einfach reinkommen. Die umkreisen uns ja schon genug. Mhm. Wir werden nachher mal ein bisschen auf Jagd gehen. Es wird ja auch langsam wieder Tag. Ja. Und ja, wir werden jetzt nicht hier in dieser Ecke permanent bleiben. Wir werden ein bisschen grinden, Ressourcen halt sammeln, ein bisschen verbessern. Metall sollte auch nicht so jetzt ein Hexenwerk sein. Ja, wir haben. Metall war hier. Wir haben schon ein bisschen was. Das ist gar nichts. Das ist nicht viel, aber wir können ja bald auch Metall-Sachen freischalten. Werkbank etc. Und dann ist das kein Hexenwerk. Genau, für den Anfang reicht es aber erstmal. Komm mal klar. Ja. Ich kann es kaum erwarten, wirklich mal hier. Mir so ein Gebiet rauszusuchen oder wirklich mal sagen, hier bleiben wir eine Weile und dann schon mal große Wand bauen, dass hier nicht jedes Vieh reinkommt. So, ja. Ich muss auch mal gucken, ich habe keinen Plan mehr, wie das ist, welche Saurier durch welche Materialien kommen. Damals beim Giganotto weiß ich, da brauchtest du Metall, sonst hattest du wirklich die A-Karte. Der hat ja alles zerdonnert und ja, schauen wir mal. Oh, gerade dieses. Oh, Twilight. Hm. Wird komisch. Ich muss mir gleich mal den langen Hals angucken gehen. Ich probiere jetzt nochmal das Vieh hier oben, aber. Welches? Über uns das. Ja, der muss erstmal Sturzflug. Ja, es ist schwierig, ihn irgendwie mit dem Pfeil anzu. Das fliegt er einfach. Au, ja, genau. Hab ich dich gekriegt? Ich glaube es. Es hat jedenfalls aufgeschrien, als hätte er irgendwas abbekommen. Also, ich weiß nicht, ob ich dich oder den Vogel getroffen habe. Ich habe keinen Schaden genommen. Gut, dann. Okay, ich habe 2 3 aber packen. Rein. Ja, du bist nicht drin. Ja, ich weiß, ich merke, ich bin wieder. Okay. Nein, die Tür ist hier links. Ich weiß, es geht. Jetzt geht's. Wieder gelackt. Konnte nicht. So. Wo kamen die denn her? Vielleicht hat er die anderen geholt. Kommen sie her? Ich hab einen Pfeil für dich. Ja, es hat sie wieder Hitze. Hoffen. Okay. Achso, hier ist. Oh, jetzt kommt er rein, echt. Boah. Er hat's probiert. Bis jetzt geht's noch nicht. Mach die Tür zu. Ja. Bin ich echt alleine mit ihm? Naja. Ich geh jetzt mal ins Wasser, um mich abzukühlen. Boah. Ich lösche mal das Feuer hier drin, weil es doch ein bisschen warm wird. Mir ist sogar im Wasser zu heiß, krass. Ja. So, Freund. Ja, ich weiß, dass dir warm ist. Da hast du uns. Ja. Genau. Wo ist er gelandet? Ich muss leider auch erstmal ins Wasser, sonst. Sind nicht hier runtergekommen? Habe ich mich so verguckt? Schade. Ah. Ja, vielleicht sehe ich ihn nachher noch. Muss auch noch mal Wasser, weil das hier ist gerade. Ah. Und er wieder weg? Da glitscht er weg.
Ah ja, das ist auch mal schwierig zu kriegen, finde ich. Nee, in letzter Zeit, wenn die sterben, haben die einen Turbo-Modus und glitschen mit halber Lichtgeschwindigkeit durch die Prärie. Okay, was hast du denn jetzt? Ja, ich kann aber nichts mehr machen. Oh, ich muss ins Wasser. Boah, Giftgrün, Giftgrün. Ah. Ja. Ja. Nee, ich kann da nichts mehr machen. Ja, ich weiß, dir ist zu warm. So, finde ich jetzt hier die Leiche von dem Vieh. Ja, ich werde auch noch mal... Da, da ist es. Okay. Was, 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 was? Für mich sah so aus, auf den ersten Blick, als haust du auf den Stein. Ja, das ist noch, ich weiß nicht, ob das durch den Server jetzt kommt. Ist ein bisschen schade. Ja. Hier ist auch nochmal so ein Krebs. Ja, ich aber... Ich komme nicht auf den Namen. Ich weiß nicht, ob es ein Trilobit ist oder so. 45 haben wir wieder. Schön. Nehmen wir mal die 5 Steak raus. Ja, und setze nochmal welche an. So, gucken wir es nochmal. Wo hinten? Links raus oder rechts raus? Ich habe ihn schon, aber der war zu schnell im Wasser. Der war zu dicht am Wasser. Okay. Also, auf dem Rechner, als wir damals hier für das Special das gemacht haben, waren die recht einfach. Ja, aber hier sind die... Ich finde die auch sehr flink. Also man kommt eigentlich gar nicht so schnell hinterher. Und dann sind die so schnell wieder im Wasser verschwunden. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist hier dieses Glimmern. Okay. So, ich habe mal alles auf hoch. Nicht, bitte mache ich mal aus. Ach so, Schatz, wenn du auf Escape gehst, ja. Einstellungen, dann auf Grafik, ja. Dann Bewegungsunschärfe ausschalten. Ja, machen wir jetzt gleich mal. Einstellung. Ah ja, gut, mal gucken, was jetzt besser ist. Ah, das habe ich auf Speichern gedrückt. Ne, das war dumm. Bei manchen Spielen braucht man es nicht und beim... Was gespeichert? Sieht so aus. Achso, ich bin Okay, ich muss mal gucken. Das hier mit dem Lichtgeflackere ist ein bisschen schade. Schauen wir mal. Kurz noch mal darüber gucken. Meine Güte, warum? Ich habe jetzt das Problem, dass sie jetzt sehr wenig Leben hat, weil sie an Überhitzen ist. Okay. Was auch irgendwie nicht besser wird, auch wenn ich im Wasser bin. Ich werde mal meine Sachen ausziehen. Ja. Vielleicht. Mache ich auch gerade. Und ich gehe noch mal ins Wasser. Bin ich jetzt gerade. Aber könnte eigentlich auch Schutz sein, die Sachen. Naja, wir sind eigentlich im Schatten. Ja. Bist du das gewesen? Können wir. Ich meine den Oviraptor. Guten Tag. Soll ich dir mal helfen? Gesundheit. Nee, ich denke nur Gesundheit. Muss auch einen Ort finden. Ich glaube, der Langhals steckt mit seinem Hals im Baum. Ich hab den Baum mal gefällt. Gern geschehen. Ich beeindrucken, wenn man da so hochguckt und dann wow.
So. Hoffentlich lauert jetzt hier nicht der nächste riesengroße Fleischfresser direkt um die Ecke. Kann doch nicht sein, dass die einfach brennen ist. Die Ceratops, das ist gut. Also damals war ja hier der Spino. Dodo. Ja. Ich würde sagen, essen und abwarten, bis es kühler wird. Boah, die Lichteffekte sind krass. Ah, dieses Vieh, weiß nicht, ist es noch unsterblich? Eigentlich auch im Schatten. Das heißt, es nicht den Triceratops treffen. Nicht den Triceratops treffen. Das Vieh hatten wir in der vorherigen Aufnahme, die wir, glaube ich, erwähnt hatten. War das noch drauf, bevor der Server crashte? Ich weiß es nicht. Da hatten wir gestern ungelogen so 120 Mal, keine Ahnung, aufgekloppt. So, wo ich jetzt stehe, geht's. Da ist es ja auch nicht mehr heiß. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich wieder ein bisschen mehr Leben kriege. Oder Gesundheit heißt das ja hier. Steigt's denn oder? Mal gucken. Ja, er steigt. Gut. Trinken wichtig. Ja, genau. Das kühlt auch schön ab. Nichtsdestotrotz, come on. Boah, 42 Leder, krass. Ja, ich tue langsam. Die sind ergiebig, die Viecher. So, was wir jetzt nicht machen wollen, früher gab es das bei Ark Survival Evolved als Mod. Und hier gibt es das schon nativ drin. Wir wollen jetzt keine Jungtiere reißen. Ja, genau. Wir versuchen auch die Familie nicht zu trennen. Mhm. Können es jetzt aber nicht versprechen, es kann mal im Eifer des Gefechts passieren. Ja, richtig. Oh, der hier guckt einen so vorwurfsvoll an. So, jetzt kann er nicht mehr gucken. Ihr habt nichts gesehen. Sag mal, du Langhals, du packst immer noch da hinten, hä? Ja, aber ich glaube, er ist ein Stückchen weitergekommen. Ja, so ein mini bisschen. Ich könnte ja nett sein, ihn einmal anditschen, dass er da wegkommt, aber dann habe ich das Problem, ist Agro auf mich und behält die Agro. Hm. Und du willst den nicht hier drüben haben. Glaub es mir dann. Wirklich. So, erstmal den Stuff wieder ablagern. Ab, 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 ab. Oh, ich hasse diese Viecher. Ernsthaft, schon wieder. Ach, du hast schon eine Flagge gesetzt. Ja, die war ja in der Raid. Aha. So, hier ist wieder heiß. Das ist doch zum Heulen. Also da vorne hätte man vielleicht bauen sollen, bei dem Gras und bei dem Palm. Da ist eigentlich konstant. Da ist nicht so heiß. Warum springst du jetzt zur Seite? Hallo? So. Wir müssen nochmal Holz organisieren. Mhm. So, da leben. Jetzt habe ich leider nur 6 Holz, da kann man noch nicht wirklich viel mit anfangen. Stroh. Nochmal ein paar Beeren, ja, die kann ich ja mal futtern.
die schwarzen Bären nicht unbedingt essen, weil die braucht man zum Fangen von den Tieren. Ja, ich muss es korrigieren, überhaupt nicht essen, ja. Weil die heißen nicht umsonst Narko, die werden euch schläfrig machen und irgendwann legt ihr euch hin. Und das kann halt sehr fatal sein. Achso, die Steine noch. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, die Steine. Alles gut? Oh, ich habe aus Versehen was abgerissen. Nein. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Okay. Ah ja. Okay. Ist es wirklich weg? Passiert. Ist es wirklich weg, oder? Sieht komisch aus. Hä? Ich glaube, du kannst es reparieren. Jetzt ist es weg. Jetzt fehlt mir Holz, natürlich. Nein, ich will das nicht kaputt schaden. Oh, schnell Holz holen gehen. Na komm, ich komm mit, wir brauchen eh noch Holz für alles Mögliche. Der typische Nobody. So, wenn ich das repariert habe, würde ich sagen, treffen wir uns wieder in der Bude. Ich gehe mal weiter nach hinten, weil da hinten ist auch noch Holz. So. Ja, komm, wir können ja jetzt hier in die Bude. Jetzt bin ich schon auf dem Weg dahin. Ja, wie gesagt, wenn ich es repariert habe, Schatz. Lass ich wenigstens hier noch die paar Bäume machen. So, dolle. Bin eh gleich überladen. Ah, so wird's repariert. Okay, ganz langsam, nicht auf einmal. So, also reicht's. So, ich bin auf dem Rückweg. Ganz zögerlich repariert. Okay. Ist Zeit. Komm, ein bisschen Gesundheit. Was kann ich noch freischalten? Na, was will ich freischalten? Was ich habe. Achso, nee. Wir haben jetzt immerhin wieder 94 Holz. Juhu. Ja, und jetzt Hunger. Was? Für Spikes braucht man Leder. Ach, was? Interessant. Reparieren. Mal ausreichend. Ja, haben wir. Recht günstig, um die Tür zu reparieren. Man sieht ja schön an hier an den Sachen, was kaputt ist, hat dann es hat eine dunklere Textur. So, ihr Lieben, wenn die Tür repariert ist, würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge angelangt. Ja, sind wir. Dann werde ich mal friedvoll abmoderieren. Ich liege dir zu Füßen. Oder Knie. Also, ihr Lieben. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auch wenn ein kleiner Absturz dabei war. Wird dann später zusammengeschnitten. Genau. Und ja. Schaut auch auf jeden Fall bei meiner Frau Käppchen zockt vorbei. Würde mich sehr freuen. Sie ist auch bei mir im Profil verlinkt. Und ihr bei meinem Mann. Genau. Danke, Schatz. Ja. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall für einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen.
Und genau. Lasst gerne Kommentare da. Wir sind neu im Spiel. Für Tipps sind wir immer offen. Ja, richtig, genau. Und dann hast du noch irgendwas zu sagen, Schatz? Ich bin gespannt, was sich im Laufe der Zeit entwickelt. Oh ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Was wir aufbauen, wo wir hingehen, was wir machen. Wie oft wir hier gerade jetzt kacken. Das ist immer so erniedrigend. So, dann wollte ich sagen. Ja. Danke, mein Mann, dass du mit mir gezockt hast. Ja, Frauchen, gerne. Mein erstes Let's Play. Ja. Gerne, gerne. Du siehst, ein Let's Play zu machen ist ein bisschen anders als so einfach zu zocken. Ja. Du musst auf einige Sachen achten, wie, oh, Server, oh, läuft OBS, oh, hier, da und da und da. Ist der Ton einigermaßen in Ordnung? Du hast ja ein Headset, ich habe ja dieses Mikrofon, das ist das Problem. Ab und zu bin ich ein bisschen näher, ein bisschen weiter. Ich muss mich noch dran gewöhnen, ein bisschen näher ranzugehen. Aber du wirst das mit der Zeit ganz easy machen, Schatz. Ja, ich hoffe es. Oh, wirst du. Gut, dann nochmal danke bei dir, mein Frauchen. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu zocken und ich freue mich hier auf unzählige Folgen mit dir. Genau so ist es bei mir auch. Gut. Ihr Lieben, wir bedanken uns bei euch. Ciao, tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.